Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Channel. An allererster Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an euch da draußen sagen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr mich so supportet hier auf dem Kanal. Es ist mega krass, wir haben schon mittlerweile über 50.000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Falls ihr mich natürlich weiter unterstützen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, ich bekomme eine Katze. Ja, meine Freundin und ich, wir besorgen uns eine Katze aus dem Tierheim. Die werden wir gleich abholen. Und wir haben schon ein paar Vorkehrungen getroffen, die ich euch kurz zeige. Dafür muss ich mal ganz kurz durch meine Wohnung durch. Falls ihr Bock habt auf eine Roomtour, lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da. Das erste Ding steht schon hier. Wir haben so ein kleines Kratzding gekauft. Ja, mit so einem Ball dran. Einen richtigen Kratzbaum kommt natürlich auch noch, haben wir aber noch nicht gefunden. Einen, der hier gut in die Wohnung reinpasst. Dann haben wir natürlich auch hier schon was zu essen. Und hier ist so ein bisschen was zu essen. Ich werde nicht unbedingt aus meinem Fenster rausfilmen. Nicht, dass ihr Schlinge noch rausbekommt, wo ich wohne. Und draußen auf meinem Balkon habe ich ein Katzennetz angebracht. Oh, irgendjemand rasenmäht hier gerade. So, ich zeige es euch mal so. Sieht man relativ schlecht. Ja, auf jeden Fall hat der Balkon ein Katzennetz. Natürlich haben wir auch schon ein Katzenklo besorgt, also das Wichtigste ist da. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich losfahren und wir werden gleich unsere Katze holen und ich freue mich mega, ohne Spaß. Es ist echt so ein kleiner Wunsch, der so in Erfüllung geht, endlich eine eigene Katze zu haben, weil ich mag Tiere sehr gerne, vor allem ich mag Katzen sehr gerne und jetzt bekommen wir unsere eigene. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Haustiere habt und wenn ihr welche habt, was für welche. Aber genug geredet, ich würde sagen, wir gehen jetzt los und holen ihn ab. Miau. Miau. Na? Na, Flips. Ja, komm raus. Oh, Baby. Er versteckt sich gleich. Lass wir ihn einfach umgucken. Ja, dein neues Zuhause, Flips. Schau dich mal um. Schau, was es hier so gibt. Okay, er ist jetzt bei uns zu Hause angekommen. Sein Name ist Flips. Er ist 2 Jahre alt und kommt aus dem Tierheim, habe ich ja schon gesagt. Oh, jetzt ist er auf einen Stuhl drauf. Und ja, er ist uns ans Herz gewachsen, nicht wahr, Flips? Ja. Und er erkundet gerade die Wohnung. Die ist sich voll umguckt. Ja, da schaut sich die ganze Wohnung an. Ja, das ist unser Bad. Ich muss ihn. Ja, das ist mein Zimmer, Flips. Hier werden die wunderschönen YouTube-Videos gemacht, ne? Ja, ne? Hast du auch schon abonniert, oder? Ja, wo willst du denn jetzt hin? Hast du schon abonniert? Ich finde es faszinierend, wie einfach durch diese ganze Wohnung läuft und einfach jede Ecke auscheckt. Hab doch irgendwo reingefetzt. Ja. Du Süßer. Ja, hey. Dein neues Zuhause, Flips. Ja. Ja, ist ja gut, alles gut. Alles gut. Okay, die vom Tierheim haben gemeint, die müssen ihnen auf jeden Fall das Klo zeigen und essen und trinken. Ich weiß noch nicht, ob er es gesehen hat. Er schleicht auf jeden Fall noch im Schlafzimmer rum. Hochkommen? In die Dreckwäsche. Ja. Was reicht
Tag. Was macht er denn jetzt? Ey, da habe ich lange nicht mehr gestaubsaugt. Wow. Ja. Ich stand mal durch, hä? Steckt da fest? Ich glaube nicht. Ich glaube, er muss wieder rückwärts rauslaufen. Was treibst du? Ja, da gehst du nicht mehr rein, Flips, ne? Ja. Ne, hier bin ich dann immer. Faszinierend, wie er alles auscheckt. Ja, ne? Du bist ein ganz ein Süßer. Ja. Baby. Oh, das ist nicht da gelandet. Ja, hey! Ja! Das war ja bei niemand anders. Schmeckt nicht, oder was? Ich glaube, er kann noch nicht essen. Ich glaube auch, aber ich tue es ihm schon mal rein. Dass er sieht, dass er bei uns das trinkt. Er schmust einfach immer mit der Kamera. Freunde, Flips ist zu Hause. Heißt ihn natürlich ganz herzlich willkommen in der Familie. Oh, er hat das Klo gefunden. Sehr gut. Heißt ihn natürlich ganz herzlich willkommen hier im Team Fix. Schreibt ihm liebe Nachrichten in den Kommentaren. Ich werde es ihm ganz bestimmt vorlesen. Ja, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, schaut auf jeden Fall auch bei meinem Instagram-Account vorbei. Da werde ich wahrscheinlich jetzt gleich noch ein Bild mit ihm posten, um ihn auch den Leuten auf Instagram vorzustellen. Aber jetzt ist er gerade noch ein bisschen aufgeregt. Beobachtet mich hier, ne? Ja. Du bist ein ganz ein Süßer. Und ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich hoffe, wir können ihm ein gutes Zuhause bieten. Ich hoffe, er verliert nicht so viele Haare, aber das ist auch nicht so schlimm. Und schaut ihn euch an, wie süß. Ja, ein ganz ein Süßer, ne? Ja. Ein ganz ein Süßer bist du. Ja. Okay, Freunde, wir chillen jetzt ein bisschen. Schauen, dass wir ein bisschen Alltag reinbringen. Dass er sich auch ein bisschen beruhigt und wir hören uns dann gleich nochmal. So gut. Du kommst nicht mehr. Das ist jetzt dein Zuhause für immer. Weißt du, wie es dir schmust, Leute? Du fühlst dich gleich runter. Du fühlst dich gleich runter. Okay, Freunde, ein bisschen Zeit ist vergangen, so 3-4 Stunden ungefähr. Ich bin hier gerade schon am Vlog schneiden und ich schaue mal ganz kurz, wo unser Kater ist. Er ist übrigens ein Männchen, 2 Jahre alt und heißt Flips, falls ihr es noch nicht wusstet. Jetzt ist die Frage, wo versteckt er sich? Er hat sich schon so ein kleines bisschen an uns gewöhnt. Natürlich, die Wohnung ist viel, viel größer als das Zimmer, wo er drin war. Und deswegen muss er natürlich so ein kleines bisschen damit klarkommen. Es ist halt voll ungewohnt für ihn. Und ich vermute, er versteckt sich gerade. Ich finde ihn nicht, Leute. Wo ist er? Wo ist unsere Katze? Verdammt! Leute, ich finde ihn gerade wirklich nicht. Komm her. Komm her. Er ist echt noch ein kleines bisschen ängstlich hier. Wenn jemand mit im Raum ist, dann ist er auch die ganze Zeit bei uns und so, aber gerade versteckt er sich ein bisschen hier unterm Sofa. Aber Freunde, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so. Komm her. Jetzt versteckt er sich unterm Fernseher, da hat er sich vorhin auch schon versteckt. Ich glaube, die Wohnung ist echt noch ein bisschen groß für ihn, weil das Zimmer, wo er vorher war, das war echt sehr klein. Das waren vielleicht so
10 Quadratmeter oder so. Und im Verhältnis halt zu dieser Wohnung, wir haben hier 85 Quadratmeter. Und deswegen fürchte, dass ich noch ein kleines bisschen. Aber Leute, falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne Fragen in die Kommentare, was für Vorbereitungen wir gemacht haben oder was wir noch holen und so. Meine Freundin ist gerade noch unterwegs und kauft noch was ein für ihn. Ja, mal gucken, wie so die erste Nacht von ihm wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Und jetzt kümmere ich mich ein bisschen um mein Kätzchen. No Flips. Jo. Du brauchst keine Angst haben. Komm her. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. You tell me you're scared. You tell me you're